Herzlich willkommen, mein Name ist Christian Freisleben, Fachhochschule St. Pölten, mitverantwortlich für die Planung und Umsetzung des Tag der Lehre an der Fachhochschule St. Pölten. Und wir haben hier eine großartige Referentin hier bei uns zu Gast, die sich sofort auf der Stelle vorstellen wird. Sofort und auf der Stelle heiße ich immer noch Erika Bernold. Ich komme von der FH Joanneum aus Graz, arbeite seit 2011 am ZML. Innovative Lernszenarien. Wir beschäftigen uns mit Lernen und Lehren, mit neuen Technologien und mit didaktischen Methoden und Werkzeugen und schauen, wie Lernen gelingen kann. Beobachten den Prozess auch. Ja. Wahnsinn, das klingt ja toll. Am Anfang unseres Gespräches sind wir auf der Suche nach Zutaten für den Assessment-Kuchen. Also was ist wichtig, wenn ich grundsätzlich an das Thema Assessment denke, an Zutaten, die ich da auf jeden Fall in meine große Teigschüssel hineingeben kann, damit da nachher etwas entsteht, was für alle schmackhaft ist, also sowohl für mich als Lehrenden, Lehrende, als auch für Studierende? Ich glaube, Lernen und auch Prüfen ist inzwischen ein Prozess worden, der nur gelingen kann, wenn er in Interaktion passiert. Das heißt, wenn ein Lehrender, eine Lehrende hergeht und sagt, das sind die Ziele, das müsst ihr alle lernen und das gieße ich oben rein und prüfe ich am Schluss ab und alle, die es richtig ausgefüllt haben, sind dann Ärzte, Philosophen, Journalisten, Journalistinnen etc. pp. Und dann glaube ich nicht, dass sie da zu einem für alle Teilnehmerinnen guten Ergebnis kommen werde, weil wir haben inzwischen mit Studierenden zu tun, die zwar auf der einen Seite sehr viel Struktur brauchen und Zielvorgaben und Verbindlichkeit, weil ihnen das in einer Welt, wo wir Informationsüberflutung erleben und Bindungen auch immer schwächer werden, da fehlt ihnen das, das brauchen sie, wenn sie zu uns an eine Fachhochschule oder eine Universität kommen und sagen, sie wollen was lernen. Und auf der anderen Seite ist es aber wichtig, dass wir sie als Menschen behandeln auf Augenhöhe, dass wir mit ihnen ausverhandeln, was wollt ihr mitnehmen von eurem Studium, was ist euch wichtig. Natürlich muss ich als Lehrende sagen, das sind gewisse Fixpunkte, da kann ich nichts verhandeln, aber ich kann sehr wohl mit den Studierenden gemeinsam bestimmen, wie erarbeitet ihr euch das, wie prüfen wir es ab. Machen wir etwas gemeinsam in einem offenen Lehrsetting. Solche Dinge sind wichtig, meine ich. Gut, wunderbar. Du kommst ja zu uns zum Tag der Lehre am 17. Oktober mit von dir mitentwickelten und übertragenen Footprint of Emergence. Nachdem das vielleicht nicht jeder und jede kann, vielleicht einmal drei Sätze zu dem, was das überhaupt ist und was uns dann inhaltlich und methodisch bei deiner Session erwartet. Okay, die Footprints of Emergence beschäftigen sich eben genau mit einigen Gesichtspunkten, die ich schon angesprochen habe, nämlich der Interaktion und der Gestaltung von Lehr- und Lernräumen in der Interaktion gemeinsam mit Studierenden. Und die Footprints of Emergence sind eine Möglichkeit für Lehrende, aber auch für Studierende, Lernerfahrungen zu reflektieren und Erfahrungen, die ich im Lernraum gemacht habe, von denen die nicht ganz greifbar waren, die vielleicht auch gar nichts jetzt mit dem Inhalt zu tun haben, sondern eher ein Bauchgefühl darstellen, die kann ich mit den Footprints visualisieren und wenn ich sie mal visualisiert habe, kann ich auch darüber sprechen mit anderen Beteiligten und dann kann ich als Lehrender oder auch als Studierender sagen, hey Moment, da ist was, das funktioniert super gut, bitte beibehalten oder hoppala, da haben wir was, das funktioniert nicht so gut aus dem und dem Grund, dann möchten wir was ändern und so stellt sich das für uns in unserer Lebenswelt, der Studierendenwelt, Lehrendenwelt dar und deswegen möchten wir es verändern aus dem und dem Grund. Okay, was wird dann bei der Session konkret passieren? Bei der Session, also ich zeige euch einmal einen Footprint. Ja, sehr gut. Das ist ein ausgefüllter. Sehr gut. Bei der Session
möchte ich gern alle, die zu mir kommen, einladen, sich auf die Methode einzulassen und selbst mal einen Footprint zu zeichnen, aber auch mit anderen ins Gespräch kommen, weil der Footprint ist schnell gezeichnet, aber er wird nur dann wertvoll, wenn ich mit anderen drüber rede. Wenn ich sage, das sind die Faktoren und ich habe einen Punkt da oder dort so gesetzt, weil. Und mir ist es in meiner Lernerfahrung mit zum Beispiel dem Punkt, darf ich einen Fehler machen oder nicht, so gegangen. Und der Footprint wird nur dann zu einem Werkzeug, das nachhaltig ist, wenn ich in Interaktion mit anderen gehe und reflektiere, was habe ich denn da eigentlich gezeichnet und was habe ich denn, über was habe ich denn eigentlich nachgedacht? Ja. Inwieweit kann das dann in so eine klassische Notengebungsgeschichte einfließen? Ja, wir reden jetzt von Notenstufen 1 bis 5. Ja, da reden wir darüber. Das ist ein Thema, mit dem ja, Lehrende immer wieder konfrontiert sind. Ja, und unglücklicherweise, ja. Ein Footprint kann mir als Lehrender mal zeigen, da haben meine Studierenden, wenn jetzt viele Studierende einen Faktor, einen gleichen Faktor ähnlich bewerten, dann kriege ich als Lehrender eine Idee davon, zum Beispiel das mit dem Fehler machen. Vielleicht hat die ganze Gruppe irrsinnig viel Angst gehabt, sich vor mir oder vor der Gruppe zu blamieren und haben sich deshalb in der Mitarbeit total zurückgehalten und haben nichts beigetragen und haben alle eine schlechte Mitarbeitsnote. Oder ein Einzelner hat eine schlechte Mitarbeitsnote. Dann kann ich hergehen und mit dem noch einmal das Gespräch suchen und sage, okay, du hast im Unterricht nicht gut eingebracht und ich sehe an deinem Footprint, dass es vielleicht eventuell daran gelegen ist, dass du Sorge gehabt hast, dass du keinen Fehler machen kannst. Dann kann ich mir überlegen, wenn es viele betrifft, mache ich das in einer zukünftigen Lehrveranstaltung anders, um eben genau das nicht wieder zu haben. Oder gebe ich vielleicht dem Studierenden noch einmal die Möglichkeit, etwas nachzuarbeiten, um genau den Punkt auszumerzen oder zu sagen, okay, wir haben vielleicht noch Zeit, präsentiere vielleicht noch was. Ja, ich verstehe. Okay, und das heißt, es kann aber schon dann auch in eine Bewertung eingebezogen werden? Ich möchte den Footprint fast nicht so gerne in einer Bewertung drinnen haben. Ich muss jetzt ehrlich sagen, der Footprint ist dazu da, qualitativ zu erfassen, wie meine Lehre gelingt oder für einen Studierenden, wie meine Lernerfahrung war. Und da geht es weniger da um die Faktoren, die man hat bei einer klassischen Bewertung. Also man beurteilt oder man beobachtet den Prozess. Ja, gut, mir hat immer ein fantastischer Tag beim Tag der Lehre. Falls Zusehende das noch nicht getan haben, jetzt ist der ideale Zeitpunkt, sich anzumelden. Ist natürlich vollkommen großartig, kostenlos. Und genau, bis dahin alles Gute.